Hallo und herzlich willkommen zu Teil 90 von Sea of Stars. Wir sind immer noch dabei, wir sind immer noch auf Schatzsuche. Es geht langsam voran, wir haben ein Händlersiegel in der letzten Folge gekriegt, für bestimmte Händler möglicherweise von Interesse, aber kein Plan wer und wem und warum und wie. Keine Ahnung. Ich würde jetzt nach Prisk gehen, ich würde in Prisk gucken. Gucken, ob ich da zu diesem Pelikan komme. Und wenn nicht, dann bin ich auch nicht sicher. Ich glaube, dann gehe ich schon eher an die Gespensterinsel nochmal. Und dann machen wir halt das Fragenpaket, ohne dass ich alle habe, oder? Im Notfall. Und ich meine, was man kann ja auch nicht sagen, dass ich in Prisk noch nicht genau umgelatscht bin, oder? Da müssten wir doch auch alles haben. Wo muss ich denn da hin? Ziemlich in der Mitte, gell? Prisk ist halt schon sehr undurchsichtig. Vielleicht auch mit so einem Händler sprechen? Wieder unterwegs, schaut euch. Ich könnte in Merv, könnte ich das jemandem zeigen, aber in Merv gibt es halt nichts mehr, deswegen macht das auch keinen Sinn. Ich weiß genau, dass einer von diesen Händlern gesagt hat, hey, ich brauche ein Händlersiegel. Oder ich wäre gerne Händler, dafür bräuchte ich aber ein Händlersiegel. Aber keine Ahnung, wer das sein soll, wirklich. Und alle Leute, die gehe ich jetzt immer durch. Aber vielleicht brauchen wir es zufällig hier. Ich hätte jetzt gedacht, wir bräuchten einen goldenen Pelikan, um da reinzukommen. Aber vielleicht ist es ja einfach ein Händlersiegel. Vielleicht auch nicht. Bitte verlass diesen Ort. Der Sack, ey. Irgendwo muss es das noch geben. Weißt du noch irgendwas? Ich hätte mich eher um Tickets kümmern sollen. Ach. Hier war ich auf jeden Fall. Ja. Aber hier, was gibt's hier noch groß zum Anschauen? Nix mehr, oder? Diesen Leuten hier oben habe ich auch allen geredet. Es kann halt auch echt sein, hier im Wasser, dass hier... Ah ne, da war ich glaube ich eh schon drin, oder? Da war ich glaube ich eh schon drin. Dass sich da vielleicht ein Strudel oder so noch erzeugt, das könnte doch was sein. Hier ist dieser Dude, aber mit dem habe ich... Das habe ich auch schon alles geklärt. Ja, es muss dieser Pelikan sein und... Hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt bin ich halt nochmal durch Murph. Ich wollte eigentlich nicht nochmal durch Murph latschen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Hier oben, das hier könnte noch was sein. Das Essen, gell? Das hole ich mir jetzt. War ich hier überhaupt schon mal? Vielleicht gibt es hier noch was. Aha. Holen wir uns erstmal das Essen. Neunmal Körner gefunden. Steht hier aber... Ja gut, Schatz halt. Schatz in Korallenwasserfällen. Das ist schon auch eine Frechheit, dass es hier doch noch in den Korallenwasserfällen was gibt. Nachdem ich so durchgelatscht bin, so aufmerksam... Hier gibt es einfach nichts, oder? Wir sind wirklich überall durchgelaufen. Die Leute wieder lächeln sehen. Ich würde mich gern mal wieder lächeln sehen. Vor lauter Freude, dass ich jetzt... Hey, der Typ ist jetzt im Wasser. Der war doch das letzte Mal oben, oder? Ich glaube, das sollte nicht französisch sein.
Soll ich mal in. Ich glaube, das gebe ich jetzt in Google Übersetzer ein. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt, weil. Vielleicht sagt er ja was. Der war nämlich oben auf dem Dach. Der gibt uns bestimmt noch eins. Französisch, Deutsch. Ich sage euch, der wird uns tatsächlich noch eine Schnecke geben. Ich kann halt kein Wort Französisch. Ibio temps est hogne. Das gute Wetter ist schlecht. Das gute Wetter ist schlecht. Das hilft mir gar nichts. Chevies. Das gute Wetter ist schlecht. Chevies förde. So spricht man das bestimmt irgendwie auch aus. Kamoe. Ich bin verrückt nach dir, Mo. Oder muss ich das anders schreiben? Das ist dann ein anderes Wort mit Akzent. Ich habe keine Ahnung, wie ich so ein Akzent mache. Ich bin verrückt nach dir, Mo. Vielleicht. Wer ist ein Mo? Gibt's ein Mo? Jetzt habe ich ein Akzent geschaffen. Ja, okay. Es heißt Mo. Mikuschera zu Asfa. Ich glaube, ich tue das gleich nochmal auf Englisch wechseln und gucken, ob er dann Englisch spricht. I Asphalte. Ich würde sich auf den Asphalt legen. Okay. Komm schon. Bitte sprech Englisch, wenn ich's auf Englisch stelle. Bitte. Nö. Der geht irgendwo anders hin, sage ich euch. Wenn ich jetzt die Sprache irgendwie, ich weiß nicht mal, was das ist, Japanisch ändere. Ja, nur eine andere Schrift da, aber spricht trotzdem Französisch. Ich frage mich, ob das ein Bug ist. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, die Sprache wieder zurückzuändern. Das wird schwer. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Vielleicht gibt es irgendwie noch einen Übersetzer oder so, der den übersetzt. Wobei ich jetzt schon wieder ein kleines bisschen neugierig bin, weil der Kerl war nämlich definitiv oben auf dem Dach beim letzten Mal. Das heißt, wenn der seine Position ändert, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass es eine Quest ist und dass es bestimmt eine Belohnung gibt. Und er ist immer noch da. Schade. Ich dachte, es ist ja weg. Würde sich auf den Asphalt legen. Das heißt, legt er sich vielleicht jetzt auf den Asphalt? Aber Asphalt gibt es hier halt viel. Das gute Wetter ist schlecht. Alles klar. Bestimmt gibt es da einen Übersetzer. Kann ich den Typ vielleicht hier wecken? Ah, wey, das gute Wetter ist schlecht. Vielleicht muss ich Nacht machen oder so. Vielleicht muss ich das Wetter ändern. Also ich meine, ich kann ja nicht gutes und schlechtes Wetter machen, aber ich kann ja zumindest Tag und Nacht wechseln. Vielleicht soll ich das mal testen. Das gute Wetter ist schlecht. Mich eh gewundert, dass es nicht mehr in Quests eingesetzt wird. Das kann man ja schon vielseitig verwenden, diese. Überhaupt noch da. Das gute Wetter ist schlecht. So, mein Lieber, dann machen wir doch einfach mal Nacht. Krass, wie sich die Musik ändert. Okay, ist mir egal. Wie wär's mit. Irgendwie Sonnenuntergang oder so. Aber normal ändert es halt gar nichts. Also das ist tatsächlich echt was, was bisher. Was bisher das Spiel gar nicht geändert hat. In Städten oder so.
Aber was erzählt der Kerl? Vor allem, wenn ich jetzt aus Murph rausgehe, nochmal reingehe, ist er dann woanders? Nicht aus Murph, aus Brisk. Will ich das raus und nochmal rein? Das hier habe ich auch auf jeden Fall schon gefunden. Gehen wir nochmal raus und rein oder nicht? Also ich bin, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bin ich halt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, gell? Aber ich bin eigentlich bin ich schon sicher. Jetzt halt nochmal nach links gehen, ist halt echt blöd. Vielleicht kann ich durchs Wasser schwimmen, wenn ich nochmal zu dem Kerl gegangen bin. Gucken, ob der da nochmal ist. Er ist schon verdächtig, dass er Französisch spricht. Ich weiß gar nicht mehr, ob das ein französisches Entwicklerteam überhaupt war. Weil wenn nicht, dann oder wenn ja, dann könnte es ein Bug sein, weil dann haben sie vielleicht auf Französisch den Text erst geschrieben und haben ihn dann übersetzt. Er ist weg. Er ist weg. Es ist einfach so. Er wird sich auf den Asphalt legen. Das heißt, wir müssen jetzt einen Asphalt suchen. Aha. Da haben wir doch eine Quest. Bevor ich das mache, gucke ich jetzt doch nochmal hier rum. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Das heißt, wir haben eine Quest. The Dream is alive, Freunde. Oder der schon hat irgendwo weiter außen. Nee. Das heißt, der Gude hat sich irgendwo auf den Asphalt gelegt. Lassen wir mal ein bisschen Zeit vergehen. Ja. Wie finde ich den denn jetzt? Das hier ist Sand, oder? Das ist wahrscheinlich kein Asphalt. Oder ist das Asphalt? Ich habe keine Ahnung. Das da oben ist auf jeden Fall Asphalt. Das hier ist kein Asphalt. Vor der Arena ist, glaube ich, auch Asphalt. Aber wie es echt so ist, wie er echt einfach die Position geändert hat, krass. Hier ist doch irgendwo Asphalt. Das ist doch alles Asphalt hier. Man muss doch irgendwo da liegen. Wie wir denn jetzt echt suchen müssen. Vielleicht gibt der uns ja eine Karte für hier rein. Falls wir ihn überhaupt jemals wieder finden. Warum ist Brisk so groß? Das schlechte Wetter ist gut zu Mo. Wer war Mo? Wer ist Mo? Vielleicht geht er zu Mo und nicht. Könnte halt überall sein, der Gute. Ich werde mich auf den Asphalt legen, das macht halt auch keinen Sinn, gell? Vielleicht ist Mo gar nicht hier. Warte, stopp, Mo? Ist Mo der Typ, der... Da ist er. Von wegen Asphalt. Sprecht Deutsch oder Englisch? Piss und autre voice, I check. Okay. Da geht wieder Google-Übersetzer. Auf geht's. Bisher weiß ich, glaube ich, nicht so. Pi, U, Un, Outre, Vor. Der J-Check. I-Menü, Menü, Menü. Vielleicht geht er was essen. La, yeah. Voice. Rakinette. Und ein anderes... Mal, wenn ich im Menü nachschaue, sehe ich dort Root. Was auch immer das heißt. Und ein anderes Mal, wenn ich im Menü nachschaue. Das
bringt halt sowas von gar nichts, oder? Also ich denke, der gibt uns schon Hinweise drauf, wo er ist. Und damit müsste es doch dann eigentlich ein Bug sein. Hätte ich in der Schule doch lieber Französisch genommen als Latein. Würde mir jetzt zugute kommen. Ich frage sie, was ist Rootbier? Was? Ich frage sie, was ist Rootbier? Da sagt er tatsächlich Rootbier. Sond malades esti. Da hat er gerade echt auf Englisch Rootbier gesagt. Der spricht echt über Rootbier. Sind krank esti. Ah, Malata ist krank. Ach komm, das ist ein Sack. Der soll nicht einfach hier Französisch sprechen mit mir. Was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles für eine Schnecke? Ich glaube, die kriegt man von ihm so. Das hat nichts mit dem Händler zu tun, mit dem Pelikan zu tun. Ich glaube, das kriegt man von ihm so. Und dann fehlt tatsächlich nur noch eine. Weil eine gibt es da noch im goldenen Pelikan, eine Schnecke. Ich muss halt wieder raus und wieder rein. Eine gibt es noch im Pelikan, eine gibt es noch eine himmelblauen Weite. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, da würde ich, werde ich tatsächlich googeln, wenn wir alles andere erledigt haben. Und eine letzte, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da ja, wenn es nur noch eine gibt, irgendwie einen Hinweis. Ja, er ist weg. Rootbier. Das heißt, ich gehe jetzt mal Richtung, ich weiß gar nicht mehr, wie es Gasthof heißt, aber da würde doch jetzt wohl sein, wenn er von Rootbier spricht, dann will er doch bestimmt ein Bier trinken. Dann ist er doch bestimmt in der Impralskuchil. Wenn nicht, keine Ahnung. Da ist er nicht, würde ich sagen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sagen, gibt es da vielleicht irgendjemand, der was Neues? Habt ihr schon alle Räder-Champions? Die Uhrmacherin selbst, wenn du selbst die Uhrmacherin schon besiegt. Schlecht geprahlt. Ich kann nicht bescheiden prahlen, ich will hier entspannen. Ist da oben? Irgendwo da vielleicht? Komm schon, komm schon. Das wäre doch. Das wäre doch so ein Ort, wo der Kerl chillt, oder? Mich wundert eh, dass da niemand ist. Wo ist dieser Kerl? Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Vor allem das, was er uns gesagt hat, hilft halt gar nicht. Irgendwas mit Rootbier. Gefühlt ist er hier einfach random in der Stadt. Ich glaube, ich überlege mir nach der Folge, ob ich doch mal ein bisschen nachschauen soll. Wo es das letzte Fragenpaket gibt, vielleicht auch. Dann müssen wir uns nämlich nicht alle Schätze holen. Wie das mit dem goldenen Pelikan ist. Wobei, eigentlich können wir auch die Fragen zuerst machen, gell? Damit wir doch dieses Leben noch fertig werden. Ich dachte eigentlich, ich schaffe auf keinen Fall 100 Folgen, aber wer weiß. Da ist er wieder oben. Da hat er doch angefangen. Der Sack. Ich glaube, ist das der einzige Weg hoch? Ich weiß gar nicht genau.
Weh, ich krieg jetzt nichts, ey. Weh, der wechselt einfach nur die Orte. Aber da war er zuerst. Okay, komm schon. Ich lese es. Ich tipp's nochmal ab. Aber das muss ein Bug sein. Außer man findet irgendwann einen Übersetzer. Avenant on Erweit Igut. Ich weiß gar nicht, ob ich die Axos also zwingend brauche, ob das Wort dann was anderes ist. Und Sandwich, ein Sandwich-Villa. Aux Tomates, ein Tomaten-Sandwich. Fuck on Est Aretes. Als wir neulich ankamen, hatten wir Lust, ein Tomaten-Sandwich zu essen. Also hörten wir auf. Auf mit was? La Legas hier mit. La Legas Y me demande. Demand heißt das bestimmt irgendwas. Wules möchtest du oder so? Wule Wu. Sa Sur Pita. Uben Baguette. Baguette weiß ich. Da fragt mich der Typ, möchtest du das auf Pita oder Baguette? Das ist halt völlig sinnlos gerade, das, was ich hier mache. Das bringt mir kein, gar nichts. Aber hey, was tun wir nicht alles für eine Schnecke? Quoi? A Differenz. Did Peter ja, es kann auf jeden Fall nett sein, dass ich das in Google Übersetzer eingeben muss. Das passt gar nicht zum Spiel. Das heißt Croissant da, oder? Croustillillion oder wie auch immer. Ich frage, was der Unterschied ist und sie sagen mir, Pita ist leichter, Baguette ist knuspriger. Okay, wow, das erklärst du mir gerade. Das ist nicht dein Ernst. Komm, ich mir echt zu blöd. Otter, der wird doch jetzt... Er erklärt uns halt gar nichts. Der erklärt uns gar nichts. Ich sage euch was. Ich google. Ich werde googeln. Oder gehe ich sofort dahin? Nee, oder? Verstecktes Nekromanten ist noch ein Schatz. Sonst ist hier auch keiner mehr, oder? Das heißt, ein Schatz ist hier noch. Da gibt es bestimmt die Fragen. Ich sage euch was, ich werde ein bisschen nachgucken. Also gerade der Kerl, der französisch sprechende Kerl, das kann ja wohl eigentlich nett sein, oder? Gucke ich das nach, dann werden wir noch Fragenpaket machen und dann gucken wir mal, ob wir dann alle Schnecken haben oder wie es aussieht. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.